So, heute messen wir mal die Kompression, beziehungsweise ich zeige mal, wie das geht. Und mit so einem Kompressionsmesser, so ein schöner Koffer ist das hier, habe ich für 12 Euro inklusive Versand gekauft, kann man den Zylinder testen, ohne ihn runterbauen zu müssen. Ist natürlich praktisch und innerhalb von Minuten gegessen. Man hat hier verschiedene Adapter, damit man auch jedes Zündkerzengewinde ausprobieren kann. Und das machen wir jetzt mal. Ich habe euch mal so ein Teil verlinkt, falls jemand sich sowas kaufen möchte. Wir machen die Batterieklappe ab. Die Wartungsklappe natürlich. Zündkerzenstecker runter. So, dann schrauben wir die Zündkerze raus. Zündkerze ist draußen. Dann nehmen wir den passenden Adapter. Nein. Das könnte M14 mal 1,25 sein. Dann brauchen wir den Schlauch. Der kommt dann mit dem Gewinde hinein. Auch schön kräftig mit der Hand anschrauben. Dann haben wir noch unsere Messuhr. Zurückziehen. Zack. Schon ist sie drin. Hier kann man resetten. Und jetzt schauen wir mal. Außen sind PSI, die interessieren uns nicht. Wir haben innen hier die Baranzeige. Wir sollten jetzt schon auf jeden Fall 8 Bar oder sowas erreichen. Jetzt mache ich die Zündung an und messe mal die Kompression. Und dann sehen wir, ob der Zylinder von dem Energy noch okay ist oder schon das Zeitige gesegnet hat. Zündung an. Irgendwas war undicht. Ich komme nicht über 4 Bar. Das schaut nicht gut aus. Vermutlich muss ich den Zylinder ersetzen. Das erklärt auch, warum er in letzter Zeit so gut wie gar nicht oder auch nur schlecht lief. Ja, jetzt habt ihr mal gesehen, wie man Kompression misst. Und so kann man den Zylinder prüfen, ohne ihn extra demontieren zu müssen, was natürlich einem viel Arbeit erspart, weil man innerhalb von 2 Minuten messen kann und es wieder zurückbauen kann. Ja, dann bis bald, Leute.